Tja, der Anfang ist ehrlich gesagt immer das Schwierigste, aber das wisst ihr ja. Wir teilen es nur nicht so oft. Ja. Ich meine, ich mache das jetzt seit Wochen, mache so Online-Sachen und Talks und es ist immer wieder eine Hemmschwelle. Warum mache ich das? Ich schaue mir seit Wochen eure Beiträge an und finde die ganze Initiative Be Creative at Home, ich finde es genial. Ich sehe zum ersten Mal als Coach spontane Sachen, die man sich bei Castings oft wünscht, ja, die man sich, ja, ist auch einiges dabei, was ich nicht so prima finde, ist einfach lustig oder was. Aber riesen Respekt, ja, also es freut mich. Und dann habe ich Giles Foreman gesehen und habe gesehen, dass er so einen Beitrag gemacht hat und halt auch seine positive Meinung teilt. Und da dachte ich mir, das liegt mir eigentlich seit Wochen auf der Zunge, das mal zu tun. Also erstmal ein ganz, ganz großes Danke. Ja, okay, also thank you to you, Giles, because we know each other since quite a lot of years. And I think we are with very few other coaches, we are the exception to the rule. We are managed to work together and to organize workshops together and to exchange our knowledge, you know, not to be like this, yeah, this and that, you know? Okay, anyway. Thanks, Charles. And you're looking good, man. Aber zurück zu meinem Anliegen. Ich möchte mich bei Casting Network und ganz speziell bei Tina bedanken. Ich meine, das ist unglaublich, diese Arbeit über eine elendlange Zeit schon, aber jetzt vor allen Dingen auch in der Corona-Krise sofort die Initiative zu ergreifen. Vielen Dank auch an die Casterinnen und Caster, die das unterstützen, weil ich weiß, Schauspieler brauchen immer dieses, oh Gott, die wollen das sehen, ja? Also man hat da einen ganz großen Einfluss. Also auch vielen Dank an euch. Ich möchte mich auch nochmal ganz speziell bei den Schauspielern bedanken, die da eine Hemmschwelle überwinden. Und eine Sache, die mir seit Jahren am Herzen liegt und jetzt auch so offensichtlich geworden ist, und das möchte ich hier mal aussprechen und unterstützen, also Schauspieler, und ich betrachte mich auch als Schauspieler, obwohl ich seit 15, 17 Jahren nicht mehr spiele, aber mein Herz gehört diesem Beruf, meinen Passionen. Ich coache seit Jahren nur aus dem Grund, um zu helfen. So, also zurück zu dem Schauspiel und zu der Chance der Krise. Ich merke auf einmal, dass sehr, sehr viel Kommunikation anfängt. Und eben nicht nur dieses Info, ja, ah, ich habe jetzt Zeit, ich muss jetzt noch einen Workshop machen und noch ein Ding. Ja, ist alles gut, ja. Macht Workshops, macht Trainings und tut das, ja. Aber dass Schauspieler anfangen, miteinander zu sprechen. Ich habe das jetzt gemerkt in den Talks, die ich gemacht habe, dass da auf einmal Sachen rauskommen, wie ich das von Programmen wie Inside the Actor Studio oder Off Camera und so weiter kenne. Und dass also Schauspieler mal untereinander einfach über ihre Ängste, über Sachen sprechen und teilen, das ist ein Wundermittel. Ja? Das wissen wir aus ganz vielen anderen Bereichen. Ja? Und ich will euch da wirklich Mut machen, auch nach der Krise und wenn es nicht online ist, ja, findet Gruppen, also Bo Rosenmüller und ich werden versuchen, sowas hier in Berlin zu initiieren. Tauscht euch aus. Es muss nicht immer diese Übervater-Coach oder auch Übermutter-Coachin, ja, da sein. Es muss nicht immer der Regisseur da sein. Ja. So sprecht mal miteinander, tauscht euch aus. Ihr habt alles Wissen. Ja, da muss kein Mensch aus Los Angeles kommen und the Message haben oder so, ja, sondern ihr habt es alles selber, ihr müsst es nur teilen. Und was so wichtig ist, ist vor allen Dingen da ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Ich weiß schon, das hört sich jetzt alles ein bisschen ISO-mäßig an, aber ein klares Beispiel: Ich hatte vor kurzem einen Talk mit einem Schauspieler, mit Philipp Reinhardt, und der ist ja sehr ehrlich in dem Bereich und ziemlich viel Erfolg in Russland, hier gar keinen. Und er hat es dann auch wieder so rausgebracht, dass er versteht nicht, warum hier auch von den Agenturen und von den Castern teilweise so eine Konkurrenz unterstützt wird. Ja?
Und da haben wir drüber gesprochen. Und es gibt diesen lateinischen Begriff divide et impera, ja? Dieses teile und herrsche, erzeuge Konkurrenz und dann kannst du die Leute kontrollieren. Das ist, glaube ich, noch nicht mal böse gemeint, aber das ist sehr verbreitet, ja? Hast du mal gesehen? Hast du gesehen, was sie macht? Ja? Ich habe ja gehört, die machen. Ja? Immer dieses, oh Gott, ja, ich bin hier irgendwie falsch, die anderen machen das alles anders, die machen das alles besser. Nein. Ja? Sprecht miteinander. Also ganz ohne da jetzt irgendwie einen Vorhang wegzureißen, aber der Inhalt von den meisten Workshops, Honey Bunny, ja, ist im Prinzip der gleiche. Ja, das ist so ähnlich wie Yoga. Ja, da kann man Ashtanga machen und dann kann man Jivamukti machen und bla bla bla. Im Endeffekt geht es um Yoga und man muss halt sein Ding finden. Ne? Und da zu sagen, das eine ist besser, das andere schlechter, ist ein Teilen. Ja? Und das wird gemacht. Ja, das wird gemacht, weil dann kann ich diese Gruppen formen und dann müssen die Leute nochmal 850 Euro bezahlen. Es ist mir wirklich ein Anliegen. Also sprecht miteinander, tauscht euch aus, nehmt diese Macht mal aus der Industrie raus. Ja, das war der Hauptgrund, warum Charlie Chaplin und Mary Pickford und Clark Gable in Ende der 20er Jahre, 30er Jahre in den Staaten die erste Gewerkschaft gegründet haben. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die waren damals wahnsinnig erfolgreich. Und die haben gesagt, wir können das. Ja? Wir können uns das erlauben, wenn wir gemobbt werden dann von den Studios und geblockt. Ja? Deswegen machen wir das. Boah, wie großartig. Also Schauspieler für Schauspieler, sprecht miteinander, tauscht euch aus. Ja? Puh, ich wollte es einfach mal teilen. Ja? Das ist ein ganz großes Anliegen. Auch wenn ich damit manchen meiner Kollegen vielleicht ein bisschen die Butter vom Brot nehme. Ja? Aber ja, wir sind Dienstleister und sonst gar nichts. So, und wenn ihr mehr auch wissen wollt über Coaching und was da alles möglich ist und was da vor allen Dingen nicht möglich ist und wozu das Ganze gut ist, ja, dann ja, am Freitag macht Bo Rosenmüller auch ein großes Webinar. Das wird auch hier wieder irgendwie publiziert werden. Und wir werden auch nochmal über diese Themen sprechen. Aber bitte, das ist jetzt keine Werbung dafür. Ich wollte euch einfach nochmal Mut machen und meine Erfahrung teilen. Ja? Lernt auch aus der Krise. Ich meine, das muss man sich mal überlegen, das sind jetzt 2 Monate. Also 2 Monate liegt die Industrie brach. Ja, das ist hart. Aber komm mal ganz ehrlich, ja? Viele von uns, und ich spreche jetzt mal auch von mir als Schauspieler, warten 1,5 oder 2 Jahre. Ja? Anthony Hopkins hat, nachdem er sich geoutet hat als Alkoholik, 7 Jahre lang keinen Job gemacht. Ja? Und dann hat er für eine zweitklassige Produktion, von der keiner was erwartet hat, ja, nämlich Silence of the Lambs, dann einen Oscar bekommen. Ja? Also everything's possible. Verzweifelt nicht wegen 2 Monaten. Ja? Ich weiß schon, hart genug. Ja? Schaut euch die positiven Seiten an. Giles hat es ja auch gesagt, wir kommunizieren auf einmal hier über dieses Medium. Ich glaube das nicht, dass es die ultimative Lösung ist, ja? Aber es ist ein Plus. Also nutzt es auch für euch aus. Ja? Also nicht nur, um eure Rechte durchzusetzen, sondern um Spaß miteinander zu haben. Ne? Ich glaube, dass Spaß immer ein ganz, ganz wichtiges beim Spielen, ja? Was wir ja angeblich andauernd tun. Ich merke da nur manchmal nicht sehr viel davon. Ja? Das ist ein Konkurrenzkampf, das ist ein Krieg, War. Ja? Manche Schauspieler bezeichnen das sogar als, ja, you have to, you must. Es ist andauernd, dieses, ich höre immer nur dieses, ich habe ja gesagt und die wollen von mir und ich muss doch, ja, hä? Ja, ein bisschen mehr Selbstwertgefühl, ja. Wir bringen eine kreative Leistung in dieses Entertainment-Business. Und wie wichtig das ist, ja, schraubt mal 75 Jahre zurück, ne? Zweiter Weltkrieg zu Ende. Ich meine, jeder kennt diese Geschichten. Ja?
also Goebbels hat noch einen Farbfilm drehen lassen, 1944, ja, ein Durchhaltefilm. Stalin hat 35 Kameraleute der Roten Armee zugeordnet, damit den Kampf um Berlin filmen können. Und da war noch nicht mal sicher, ob sie den gewinnen. Ja. Weil die kapiert haben, das Medium ist so wichtig. Und glaub mir eines, ja, diese Krise macht den Film ganz sicher nicht kaputt. Die brauchen dieses Medium. Ja. Es wird sich verändern. Vielleicht drehen wir alle dann nur noch online für Online-Formate, bla bla bla. Aber eines ist klar, die Menschen brauchen dieses Medium. Die brauchen uns, die brauchen die Hoffnung, die brauchen unsere überflügelnde Fantasie, diese Möglichkeit, dass wir etwas erzeugen, was es in der Realität gar nicht gibt. Ja, also jetzt höre ich mal auf, ja, weil sonst. Aber das lag mir jetzt wirklich auf der Zunge und vor allen Dingen auf dem Herzen, das mal zu teilen. Ja? Also sprecht miteinander, umarmt euch. Na, das geht ja jetzt nicht wegen Corona, aber tauscht euch aus, macht euch untereinander Mut. Ja? Also geteilte Angst ist halbe Angst. Ja? Und habt den Mut, auch mal solche Sachen auszusprechen. Ich meine, schaut euch mal off-camera und Inside Actors Studio an. Ja? Weltgrößen sprechen über ihre Probleme, über ihr Ding, ja, weil wir sie alle haben. Ne? Auf diesem Ton werde ich jetzt mal aufhören und nochmal vielen Dank, dass diese Formate im Augenblick gefördert werden und man die Möglichkeit mal hat, ja, mit euch zu sprechen. Ich liebe Schauspieler und ich mache eigentlich nichts anderes, als wie diesen Job zu fördern. Thanks, bye bye.